Das weiß ich. Es geht nicht! Nein, du musst übergeben, du musst aufzusaugen. Ich hab's erstmal gar nicht hingekriegt und dann dachte ich. Shaden saugt zu stark gegen, da hat sie scheinbar Erfahrung. Mir so, oh, Loser, ey. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Man kann ja gar nicht so viel einatmen. War nicht deine Schuld, es war mein Lippenstift. Okay, wer jetzt? Aber ich fand's lustig. Achso, wir müssen ja so. Dann lass einen Kreis machen. Ja, ich hab's geschafft, ey. Wie könnt ihr denn so viel einatmen? Das geht gar nicht. Vielleicht lag es auch in der Aufregung oder am Alkohol, aber für mich ging es tatsächlich hauptsächlich darum, warum Jamo zu dumm war, die ganze Zeit die Karte am Mund zu halten. Perfekt. Nein, Junge! Die ganze Zeit! Nein, Junge! Das ist übrigens ein sehr Corona-safes Spiel. Darf man das zeigen? Eins in den Chat, wenn ihr meint ja. Ich hatte eigentlich keine Angst, dass die Karte runterfällt und ich dann irgendwie einen Ausversehen küsse oder so. Sehr gut, der Chat hat hier für mich schon mal entschieden. Dann passt das, dann können wir das einfach weitergucken, oder? Super. Also das Spiel mit den Karten kannte ich, also weil das auch in anderen Trinkspielen ja ab und zu mal drin ist. Danke aber für ich das habe das tatsächlich noch nie geschafft, bis gestern. Bei Ron habe ich mir gedacht, vielleicht kriegt das nicht hin, aber... Ach so, stimmt. Hey, Leute! Digga, die machen aber rum. Hat er gut gemeistert. Ich habe das noch nie gespielt, aber mir ist die nicht runtergefallen. Renn rüber! Ich glaube, es lag am Lippenstift, weil der war so ein bisschen klebend. Und wir haben es richtig gut hinbekommen. Ja, Mann, das macht Sinn, dass der Lippenstift, der klebt, die Karte nicht so gut aufnehmen kann. Sehr gut, Lisa. Also, können alle gut saugen, sagt man. Ich dachte schon, Dschungelcamp oder Bachelor sind behinderte Sendungen. Das sagt man nicht, sagen wir bescheuerte Sendungen. Aber dann kommt dir sowas um die Ecke. Ja, Mann, du sagst es. Danke, Jonas Wuttke. Gebt mir gerne die Karte. Ihr seid ein absoluter Traum. Hey, Tony. Es hat sich richtig geil angefühlt. Perfekt. Oh, Andy! Immer bei dir! Nein, die hat es doch nicht gemacht! Irgendwie nicht! Du musst einfach so. Du hast so gemacht! Hat das Cash geschmeckt? Ja. Ich konnte das irgendwie nicht saugen. Aber ich war einfach nur da für den Vlog, Leute. Oder ich konnte. Der hat sich noch mehr gelohnt. Ich aufhören zu saugen oder so. Du musst aufhören zu saugen, sie saugt einfach weiter! War richtig komisch, war richtig lustig. Aber kommt sich halt schon relativ nahe. Lippenstift macht keinen Sinn. Ja, wirklich. Das guck doch mal, wie ordentlich das ist. Gib deine Hand her. Das ist klebrig. Sollen wir es machen? Okay, lass. Ich werde sie immer kriegen. Nein, wir sollten das nicht rummachen. Stopp. Hey, ich dachte, wir machen jetzt alle mit. Wieso hängst du eigentlich mit so vielen No-Names freiwillig ab? Uff, ja. Das sind ja auch liebe Menschen und ich möchte denen. Ich habe dafür eine Menge Geld bekommen. Miteinander rum. Okay. Achso, tschüss. Okay. Hä? Okay, machen wir jetzt alle rum, oder? Ja. Ah, perfekt. Okay, was habe ich jetzt noch verpasst? Die Aufgabe, ich muss mit jemandem rummachen oder jemanden küssen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Andrea meinte, du musst jetzt mit Robert rummachen oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mal ganz genau. Ich bin dafür, ganz kurz, ich bin dafür, dass Shaden und du jetzt einfach rummachen. Aber nur kurz, 10 Sekunden oder so. Perfekt. Also ich hab's genossen. Das war jetzt dein erster Kuss, das war voll schön für ihn, denke ich mal. Also erstmal, ich habe meine Aufgabe gemacht, habe ich mich auf jeden Fall gefreut und ich habe einfach ja, mit Shaden rumgemacht. So. Also ich glaube, viele Jungs sind sehr neidisch. Bro, ich sag's dir so, wie es ist. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der mit Shaden rumgemacht hat. Das ist dein Traum. Perfekt, das ging ja schnell. Okay. Weißt du gar nicht warum? Einfach nur so? Ich glaube, ich hatte einfach Bock. Ach so, das erinnert mich jetzt schon wieder hier an Mykonos. Am Ende haben wir uns irgendwie alle geküsst. Was soll ich sagen? Oh, shit! Kann ich nicht das Spiel einfach spielen, Mann? Swallow die Waldfee. Was bist du von 1 bis 10 so? Oh, das kann ich auch einer haben. Habt ihr einen Tischtennisball hier? Es fehlt ein Tischtennisball für das Spiel. Halt's Maul. Nein, ich kann, also ich hab da wirklich viel. Ich war nach dem Bierball schon raus, ne? Ich war raus, ich saß da und ich war so, der ist Leute, so drin. Gibt's noch einen leeren Becher? Hast du getrunken? Ein Drink. Nathan, ich glaube, die wollen wirklich, dass wir kotzen, glaube ich. Die wollen, dass wir kotzen. Ja, das hat die Produktion auch mehrfach gesagt. Digga, ja, wenn du nicht mehr trinken willst. Du bist 7 von 10. Shaden ist Flötenspielerin, genau, Kleder. 7 von 10, ja. Ich bin bei 3 von 10. Du, Nathan? Genau. Da ging es irgendwie darum, einen Ball in einen Becher zu werfen und dann gab es 2 Bälle und die sollten irgendwie die Runde machen. Die haben es überhaupt nicht hingekriegt. Ach, Rage Cage, doch.
Digga, die haben mir, ich hab die später gefragt, was habt ihr gespielt? Die haben mir das so dumm erklärt. Ihr werft diesen Ball in diesen Becher, muss einmal aufkommen. Wenn ihr getroffen habt, beim ersten Mal, dürft ihr diesen Becher direkt an die Person geben, die vor diesem Becher ist, die auch einen Ball hat. Warte kurz, kann das... Also es ist halt komplett dumm aufgebaut für Rage Cage, ne? Nochmal wiederholen, ich bin voll raus. Okay. Ich habe halt das Spiel nicht verstanden. Ich habe dreimal gesagt, ich check's nicht. Ihr trefft einfach nur in diesen Becher, bis ihr eingeholt werdet. Nee, Arab Guy ist auch nicht so wichtig. Ich bin da auch nicht wenig Geld hingegangen. Ich mach da immer gerne einen Joke. Aber erstmal finde ich Jonas und Jonas korrekt, den Wutke und den Ems. Und zweitens, ich wollte wirklich einfach nur dahin, damit ich Ron und Shaden sehe und einen Big Baba Vlog machen kann. Ich weiß gar nicht, was der Vlog von Nadowarnung in der Toskana, was hat er gemacht? Ja, 350.000 Aufrufe, ne? Also das ist schon, ja, das ist ein gutes Video gewesen. Also ich wollte eigentlich nur für meinen Content tatsächlich hin. Nein, keine Ahnung. Genau. Da ist doch gar nichts drin. Ich teste noch einmal. Ist da Bier drin? Ich teste noch einmal. Ich trinke kein Bier. Du hast gesehen, wie er geraucht hat. Guck mal, ist das nicht heiß? Er raucht die Zigarette so wie James Dean. Guck mal. Nein, keine Ahnung. Genau. Er raucht die Zigarette wie James Dean. Ist doch gar nichts drin. Ich teste noch einmal. Ist da Bier drin? Ich teste noch einmal. Ich trinke kein Bier. Das ist halt so einfach, das erkläre ich noch ein einziges Mal. Wie alt ist der? Ich glaube, er ist 18. Freunde, der Bums hier ist schon vorbei. Ihr könnt rüberwechseln. Guck mal hier oben. Achtung, hier oben Imposter. Freunde, der Bums hier ist schon vorbei. Da oben Imposter, seht ihr ihn? Imposter, Among Us. Könnt rüberwechseln. Wir haben weder die Spielregeln nicht verstanden, noch das Spiel richtig gespielt. Und währenddessen kam dann Jonas und meinte, yo, das Spiel ist vorbei, es geht weiter. Wir haben auf jeden Fall gar nichts gemacht. Wir haben einfach nur getrunken. Dann habe ich aber den Fehler gemacht, dass ich noch einen Tornado gemacht habe und dann war es halt komplett vorbei. Ron hat sich halt doch einfach gesagt, wirklich schon in der Lobby, ich werde für das Spiel vortrinken und hat am Abend vorher schon angefangen vorzutrinken. Also das hat der ernsthaft gemacht. Guck mal, ich hab's nicht. Alles gut, Ron. Nein, Ron, 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 bitte. Ron, bitte. Digga, das ist Sounds, die kenne ich nur von Shaden. Freunde, wir haben hier Hat jemand meinen Baba-Joke gehört? Wir haben hier folgendes Spiel. Pack. Der Mensch unter dem Gifteinfluss entscheidet über Leben und Tod. Lange hat er nicht mehr zu leben. Mal alle zwei Hände hier so rauf. Hey, positionier dich mal. Brauchen ich mach einen Power-Nap. Ja? Nein, du musst dann bist du gleich wieder da. Mach die Hand jetzt über mich. Okay. Okay. Oh, Alter. Also für mich jetzt... Hat er einfach einen Power-Nap gemacht. War das schon ein Absturz. Habe ich auch eher seltener sowas. Sehr wichtig ist der Power-Nap zwischendurch. Ein paar haben schon angefangen, Wasser zu trinken, das habe ich so richtig gemerkt. So als Nüchterner merkt man das halt so richtig wie... Digga, zweite Folge, Ron ist raus. Was ist das für eine Doku? Das ist eine Doku über sozialen Brennpunkt in der Toskana. Ja, die Leute sich dann so ein bisschen verändern. Ich muss sagen, so krass eskaliert ist es nicht, außer jetzt bei Ron. Dann kam der zweite Gong, voll überraschend. Und da habe ich mal wieder gehofft, dass ich rausfliege. Leute, zückt das Handy! Robert, Jamo, Handy zücken! Abstimmen! Da, so musst du selber wissen, sag ich ehrlich. Es gab einen Gong. Daran erinnere ich mich noch. Das war dann immer das Voting-Signal, oder? Ron, ja. Du bist gefragt, du musst abstimmen. Ja. Kommst du kurz mit? Morgen. Gut. Nee. Muss ich ehrlich mit? Also bei jedem Voting dachte ich so, okay, jetzt kommt so meine Zeit, jetzt langsam, jetzt... werde ich irgendwann rausgewählt. So. Vor allem auch, wenn alle betrunken sind, dann so denken sich so, ja okay, wir wollen irgendwie alle betrunken sein und Spaß haben. So, warum ist noch Jamo drin? Es ist tatsächlich sehr knapp geworden. Und es ist noch knapper geworden als beim letzten Mal, denn zwei Personen haben die gleiche Stimmanzahl. Oh. Ihr werdet gleich in einem Entscheidungsspiel gegeneinander antreten müssen. Und dabei entscheidet sich, wer die Party verlassen muss. Okay. Das Entscheidungsspiel heißt, puste die Karten von dieser Flasche, wer am Ende... Ich habe mir da schon überlegt, wie kann ich die Karten alle runterpusten. Dafür sorgt, dass alle Karten runterfallen, muss die Party verlassen. Okay. Zwei Leute müssen gegeneinander antreten, denn zwei Personen... Safe Stage. Nee, es wurde wirklich actually vor Ort abgestimmt. Ich habe immer für mich selber gewotet, das ist immer noch kein Joke. ...haben die meisten Stimmen gesammelt, das heißt, die meisten haben für diese Person gewotet und gesagt, ey, gerade fühle ich den Vibe nicht so. Also beim zweiten Voting habe ich mir dann gedacht, okay, das muss jetzt auch für Revi sein. Esther und Robert. Was?
Das Entscheidungsspiel zwischen Estefania und Robert fand ich... Cool, du hast den gleichen Hoodie wie Lisa, Instinct Timeout. Krass, weil ich hätte damit nicht gerechnet. Als dann Robert und Estefania von... Guck mal, wie ich hier ausgelacht werde, so. Digga. Ich wollte unbedingt raus. Ich wollte halt wirklich nach Hause. Ich versteh's nicht. Yo, wieder zwei von den Leuten, mit denen ich in Anführungszeichen mehr zu tun. Aber ich war so, das kann doch jetzt nicht sein. Und Ron hat auch gesagt, er hat immer mich gewotet, weil ich immer der Erste war in dieser Tabelle, den man ankreuzen kann. Wer pustet zuerst? Dafür machen wir Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Einmal, wer zuerst pustet. Wenn du die Wahl hättest, mit welchem Star würdest du gern schlafen? Jemand anderes zu küssen, obwohl man in einer Beziehung ist, ist das Fremdgehen. Es kommt drauf an. Ja, kommt nicht drauf an. Safe. Arsch, ich hab das hier nicht mitgemacht. Ich hab doch mitgemacht. Ja, komm, ich nehm Pflicht. Ich bin nicht langweilig. Nee. Drei, zwei, eins, go! Hast du ein Nacktbild? Also am Traden. Hast du? Ich weiß nur, glaube ich, dass ich immer Pflicht genommen habe. Und ansonsten erinnere ich mich an nichts mehr. Hast du doch gesehen gestern Abend. Weiß ich, guck es dir nochmal an. Erste Runde machen wir nochmal. Da stand ich, soll mich ausziehen, oder das habe ich dann irgendwie auch einfach direkt gemacht. Ich mag das Spiel nicht. So, meine Allerjudsten, die dritte Folge schauen wir dann an, wenn ich dazu den Link bekomme. Wahrscheinlich am Freitag oder ähnliches. Extrem, extrem geil. Dritte Folge dann auf pH. Verstehe ich jetzt nicht, was pH ist. Ich nehme an, da geht es um deinen pH-Wert. Ich hoffe, dass der in grünen Bereich ist und alles gut bei dir ist. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was du hier meinst. So, meine bestesten. Sehr gut. Sehr gut. Ja, klar.